Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute ist eigentlich kein Drehtag, deswegen kommen wir einfach mal mit der total ungestylten, ungeschminkten Wahrheit klar. Heute habe ich nämlich die Pinkbox für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Juli-Variante hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox ist eine Beautybox, die, ich glaube, 5 plus 1 Beauty-Produkte enthält, ab 13,45 pro Box und pro Monat kostet. Und ich habe sie jetzt einfach mal wieder abonniert, weil ich auf Instagram mal so eine Umfrage gemacht habe, wo ich euch gefragt habe, welche Boxen euch so interessieren würden. Und da war die Pinkbox auf jeden Fall auch ganz weit mit dabei. Auch abonniert habe ich jetzt ja die InStyle-Box. Ich überlege noch, ob ich die Luxury-Box abonnieren möchte, das weiß ich noch nicht. Und Purely Mahina Club ist auch noch mit am Start, also da bin ich auch dann jetzt immer monatlich unterwegs. Also ich denke vor allem hier auf diesem Kanal, also auf Claudis Welt, ne? Manchmal, wenn ich vielleicht zu spät dran bin, dann vielleicht auf Claudis bunte Welt. Ich muss mal gucken, wie ich das so hinkriege, weil meistens habe ich dann ja auch gerade am Anfang des Monats, wenn die Boxen ja auch kommen, schon relativ viel Content am Start. Also naja, wir gucken einfach mal rein. Filled with Sweetness steht hier auf dem Klebi drauf. Also sind hier süße Sachen drin. Ich liebe süße Düfte. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein süßes Packaging oder süße Produkte an und für sich, ne? Mal gucken. Es fühlt sich sehr leicht an. Vielleicht sind es auch einfach kleine Produkte. Ich liebe aber süße Düfte. Das ist so voll mein Ding. Also, ja, man könnte mich als Bienchen bezeichnen. Krüppelpapier ist entfernt. Tropic Like It's Hot. Okay, Season 23, Filled with Love. Oh, finde diese Frauen hier drauf immer so wunderschön. Das ist einfach großartig. Hey Sweetheart, let your skin taste the tropics. Nicht nur wir haben Fernweh, du sicherlich auch. Naja, das, wo es für mich jetzt demnächst hingeht, ist Hamburg. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wo die Reise in den nächsten Monaten für mich noch hingehen wird. Stell dir vor, wie die warme Sonne deine Haut wärmt, der feine Sand unter deinen Füßen kitzelt und salzige Wassertropfen auf dein Gesicht spritzen. Eine schöne Vorstellung, oder? Naja, also ich finde, also so schön ein Sandstrand auch ist, an dem man liegt, ne, so nervig ist der Sand in dem Bikini auch immer. Und Salzwasser im Gesicht finde ich manchmal schön. Aber nur, wenn es halt so richtig türkisblaues Meerwasser ist und so, ne? Das finde ich cool, ja. Aber wann hat man das mal, ne? Okay, doch keine Sorge. Du musst nicht nur von diesen Momenten träumen, because we tropic like it's hot. Die neue Pinkbox, Tropic Like It's Hot, Ohrwurm am Start, ja, versorgt dich mit Hair- und Beauty-Produkten, die das Fernweh vertreiben und gute Laune versprühen. Fühle dich, als würdest du an tropischen Stränden eine Kokosnuss schlürfen, in einer Hängematte am Strand zwischen Palmen liegen und das Leben genießen. Yes, Sweetie. Neugierig geworden, dann scanne den QR-Code und so weiter. Also du hast ein digitales Magazin, aber trotzdem haben die hier dieses, ne, dieses Einleitungsgedönsen, was ich immer super finde, wenn Firmen das so machen, ne? Weil, ja, dann kann man sich halt später anschauen, welche Alternativprodukte vielleicht da gewesen wären und die Preise der Produkte herausfinden. Hat aber beim Unboxing jetzt nicht so dieses, ich muss unbedingt mein Handy rauskramen und da jetzt irgendwie an Toch gehen. So, wir haben Kröbelpapier und da sind die Produkte ganz gut drunter versteckt, würde ich mal so sagen. Die sind aber gar nicht mal so klein. Okay, Dove. Kann man gut gebrauchen, ein Deo im Sommer macht Sinn. Advanced Care, Go Fresh, Skin Hydrating Technology mit Granatapfel und Zitronenverbene-Duft. Ja, Dove-Deos mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Sprühdeos kann ich sehr gut gebrauchen. Es ist halt einfach schützend, ne? Also das macht auf jeden Fall Sinn. 0% Alkohol, Antitranspirant 72 Stunden. Heißt, es schützt auch wirklich vor Schwitzen. Ich rieche jetzt hier nichts raus, aber ich will es jetzt auch nicht aufmachen, weil ich habe letztens super viele bei der Drogerie mal gekauft, also bei DM und bei Rossmann. Da bin ich ein bisschen eskaliert, freue mich aber tatsächlich drauf und packe das auch in meine Backup-Geschichte. Da werde ich euch demnächst ein Video zu hochladen. Holla die Waldfee. Also ich habe hier schon neben mir die ganzen Boxen heute nämlich hochgeschleppt, denn mein Lager ist jetzt quasi umgezogen vom Keller hier oben in den ersten Stock. Und dann werde ich euch so ein richtig geiles, langes Pflegedeklatter- und Pflegesortiervideo machen. Also hier ist sehr viel Platz dafür, das ist gut. Watermelon Aftersun, mega gut, von Feel Free, Soothing and Refreshing mit Aloe Vera und Wassermelonenduft. Das finde ich auch super.
Mensch, ich hoffe, das klebt nicht allzu sehr, weil Aloe Vera Produkte tendieren auch gerne mal dazu zu kleben. 100 Milliliter haben wir hier drin. Ich habe jetzt gerade nämlich eins von, ja, von der My Little Box in Anwendung, was wir auch mal in einer Box drin hatten. Dadurch schimmert die Haut so ein bisschen, was ich jetzt nicht gebraucht hätte, aber das klebt null. Also ich kann mich im Badezimmer eincremen und wenn ich auf die Couch gehe, ist schon wirklich alles eingezogen. Wenn ihr das zu Hause habt, Leute, verwendet das definitiv. Und ich denke, das hier werde ich danach verwenden, denn ich liebe Melonenduft. Das riecht künstlich, aber es riecht geil. Also da habe ich richtig Bock drauf. Wie gesagt, 100 Milliliter sind hier drin. Beide Produkte, die ich ausgepackt habe, finde ich großartig und möchte ich behalten. Schön. Dann habe ich hier etwas drin enthalten. Hatten wir das nicht? Hatten wir das hier drin? Weil ich habe ziemlich genau das gleiche Produkt da hinten nämlich schon stehen. Aber ich glaube, das war das Shampoo dazu. Cool, dann habe ich nämlich Shampoo und Haarmaske von Schwarzkopf Fiber Clinics, Tribond. Ich weiß nicht, wo ich das drin hatte. Schreibt mir das gerne, falls ihr das noch wisst. Hydrate Technology. Für normales bis trockenes Haar, 30 Milliliter sind hier drin. Ja, eine Haarmaske verwende ich zweimal die Woche. Dienstags und freitags kommt das so ab Ohrlämpchen rein. Lasse ich dann entsprechend einwirken, während ich meinen Körper peele oder so. Und dann, ja, hier steht aber nicht drauf, wie lange man das drauf lassen soll. Ja, gut. Und dann mache ich danach halt nochmal Conditioner drauf. Das sollte man definitiv in der Reihenfolge auch machen, ne? Also Shampoo, Haarmaske, Conditioner. Und dann später, wenn man Bock hat, nach dem ganzen Duschen und so weiter und Haare waschen, vielleicht so ein Leave-in oder ein Haaröl oder so. Es riecht nämlich so, so gut. Und da habe ich mich nämlich schon auf das Shampoo gefreut. Und jetzt habe ich auch noch die Maske. War das vielleicht in dem letzten Monat drin? Weiß ich gar nicht. Okay, ja, schön. Also da freue ich mich jetzt schon mal über die drei Produkte. Dann kommen wir hier zum vierten. Seventh Heaven. Be good to yourself. Oh, keine Peel-Off-Maske. Das ist gut. Barbie, you've got this. Pink Chocolate Purifying Clay Mask. Das will ich auch verwenden. Mensch. Pink Box. Was geht ab, Leute? Das lässt du 20 Minuten drauf und dann kannst du es entsprechend abwaschen. Freut mich. Freut mich wirklich, weil sonst bei Seven Seven hatten wir jetzt ja immer mal wieder auch Masken so Peel-Off-mäßig, ne? Das, ich glaube nicht wirklich, also ich glaube tatsächlich, ein Großteil der Leute, die die Boxen abonniert haben, sind jetzt nicht so Ultra-Fans von Peel-Off-Masken. Es ist ganz witzig, wenn man das abzieht und dieses, wenn man anderen dabei zuguckt und das wehtut, ist es halt auch irgendwie witzig, ne? Muss ich wirklich sagen. Aber das so für mich selber habe ich irgendwann auch einfach aufgegeben. Zum einen, weil das ja dein komplettes Gesicht enthaart, au. Und zum anderen, weil ich halt einfach eine sensible Haut habe. Da macht das einfach keinen Sinn. Aber so eine reinigende Maske zwischendrin finde ich super. Mensch. Okay, weiter geht die Bildereise. Da habe ich hier von Rituals, The Ritual of Karma. Auch das passt natürlich zum Sommer. Ich bin aber, das ist tatsächlich jetzt mal ein Produkt, wo ich sage, für mich persönlich jetzt nicht so unbedingt, aber ich denke, viele werden es mögen, weil das ist ein Bodyspray. Ich bin jetzt kein Bodyspray-Fan. Parfum, ja, Bodyspray, eher nicht so. Ja, Be Kind to Hair and Body Mist, Holy Lotus und White Tea, 20 Milliliter sind hier drin. Mega schöner Duft, ich mag den richtig gerne. Und ich glaube, gibt es Ritual of Karma noch? Ja, ne? Genau, Buddha war das, was quasi das andere abgelöst hatte. Steigt da mal einer durch. Aber gut, finde ich sehr, sehr cool, dass es drin ist. Für mich persönlich jetzt nicht, aber das ist nicht schlimm. Die anderen gefallen mir. Und dann habe ich hier, glaube ich, das letzte drin, oder? Dann schaue ich noch einmal hier schnell durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, das sechste Produkt, genau. Von Saint-Tropez Self-Tan, Lux-Tan Tonic Drops. 5 Milliliter haben wir hier drin. Auch das, super sinnvolles Produkt. Da bin ich einfach nur mit meiner persönlichen Präferenz unterwegs. Da habe ich einfach schon was. Das kannst du für Gesicht und Körper verwenden. Tatsächlich, also ich verwende Selbstbräuner. Also da verwende ich ja den Selbstbräuner-Booster von Beauty Mates. Liebe ich, weil der mich einfach nicht Simpson-mäßig macht, sondern halt wirklich eine gleichmäßige, schöne, zurückhaltende Bräune gibt und ich verwende das vor allem an meinen Beinen, weil ansonsten kannst du da gefühlt durchgucken und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, ne? Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, im Sommer kann ich das halt auf die Beine geben, im Winter mache ich das auch manchmal, weil bis die Sonne da mal irgendwie was ausrichtet, das kannst du vergessen, ne? Ja, also das haben wir jetzt hier drin und dann kannst du dir einfach immer so, ja, ich mache immer pro Unterschenkel, also ich mache das nur auf die Unterschenkel. Ich sollte das auch mal auf die Oberschenkel machen, weil ansonsten sieht es irgendwann weird aus. So drei Tropfen in die Bodylotion mit reinmischen, drauf, fertig, ne? Also das funktioniert, wie gesagt, damit sehr, sehr gut. Da habe ich auch einen Code, Claudi30, wenn du Bock hast. Und hier haben wir das dann von Saint-Tropez. Kann ich natürlich auch mal ausprobieren, warum nicht? Wenn mich das nicht orange macht, bin ich halt einfach schon glücklich, ne? Und das dann halt auch für meine Beine verwenden. Ja, ist ja nur so ein kleines Moped, ne? Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und es passt auch einfach in den Sommer, weil es ist einfach schöner, wenn du
anstatt dich halt pick in der Sonne zu legen und der Sonneneinstrahlung auszusetzen, einfach einen Selbstbräuner verwendest, weil das einfach dem ganzen Risiko der Hautschädigungen vorbeugt. Ne? Finde ich gut. Also in der Theorie haben wir 5 Produkte, ich glaube, das behalte ich wirklich, die ich behalten werde. Und ein Produkt, was ja wirklich nur so ein kleines ist, wo ich sage, das geht jetzt einfach wegen persönlicher Präferenz weiter. Ich finde, damit ist die Box sehr, sehr gut gestaltet, auch wenn wir jetzt hier nicht so ein Wow-Produkt drin haben. Ne? Also das ist jetzt hier nicht, wir haben irgendwas Cooles, dekorative Kosmetik oder so, wo ich sage, oh mein Gott, richtig cool, sondern es sind halt wirklich solide Produkte. Ich glaube sogar alles auch relativ drogeriepreisig. Also wir haben hier nicht so einen mega krassen Wert, glaube ich nicht. Aber es sind Produkte, die man gut verwenden kann. Und das finde ich persönlich für mich viel, viel wichtiger, als dass wir jetzt ein Klopperprodukt drin haben, was den Preis jetzt hochtreibt. Ich sage nur Avant oder so. Ne? Dementsprechend finde ich, ist die Box gelungen. Aber ihr könnt mir gerne auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Da können wir uns gerne austauschen. Und ja, dann wäre es das hier auch gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.